So, damit beginnen wir die Aufzeichnung und ich begrüße die vielen, 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 naja, Viewer. Die letzten Vorbereitungen und die Aufzeichnung läuft. So, ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Das ist wieder ein bisschen her, dass ich, naja, eine Runde Skyrim gespielt habe. Ich hoffe, meine Performance wird konstant sein. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hoffe ich, dass es besser wird. Ich erinnere mich ja doch noch, und das war eigentlich alles nur immer ein Desaster. Stimmt, da hatte ich das Schwein. Irgendwo hatte ich noch einen Holzklotz gesehen. Ja, genau, hier unten am Wasser. Ich wollte mir noch mal ein bisschen Holz besorgen. Steht da noch eine Axt? Eine gute Axt. Nehme ich mit. So, ein bisschen Holz bitte. Ich habe immer so wenig Holz, ich kann nie Feuer mal irgendwo machen. Das ist wirklich beschwerlich ohne Feuerholz in der Tasche. Jo, hier mache ich mir jetzt ordentlich ein bisschen Holz. Ja, ich weiß, es ist ziemlich öde, beim Holzhacken zuzusehen. Yeah! Ah, sie macht das gut, richtig routiniert. Jeder Stoß ein Durchschlag. Das Mädchen hat einfach Schmackes. Ach, das war's schon. Na gut, noch eine Runde. Ein bisschen mehr Holz einlagern. Und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht dazu in der Lage bin, mir einen Bogen zu bauen. Ich weiß nicht, was dazu so nötig ist, aber ich werde mal schauen. Kann doch nicht sein, dass man nicht mal einen verdammten Bogen bauen kann. Ah, meine, ich bin fast gestorben. Leiste ist wieder voll. Ja, ich habe da ein bisschen jetzt gemoddet, ohne dass ihr zugesehen habt, und diese Leiste da verschoben. Das ist so ein bisschen filigranes Zeug, weil ich da, naja, pixelweise verschiebe und sowas, bis das dann passt. Das muss sich keiner antun. Ho, Drachen fliegen. Ja, ich weiß, kleine Libellen. Ich finde den Namen so witzig. Hier, ja, ist eine Blutlache, wo die wohl herkommt. Kein Kommentar. Nix da, schade. Oh, noch so eine Blutlache. Naja, mein Schwein ist ja auch noch da. Wo ist mein Schwein jetzt hin? Da war's, genau. Es ist aber richtig gut camouflaged hier auf dem Boden. Nun ja. So, was kriege ich aus dir noch raus? Ingredienz. Versuchen wir das erstmal. Na? Gar nicht so übel. Superb Animal Bogen. Das ist nicht schlecht. Ach, wieder einen armseligen Pelz nur. Schade. So, dann gucke ich mal, was das Crafting hier macht. Wie habe ich das nur konfiguriert? So? Habe ich? Jo, habe ich. So, mal sehen, ob hier irgendwas machbar ist. Longbow. 4 Hide Lace. Na toll. Ja, den mache ich mal. Das bringt uns jetzt nicht so viel weiter. Cleanhead. Cowhead. Hide Lace. Clean Pelt. Oh, das trifft sich. Oh, das auch. Obwohl, nein. Geht doch noch ohne. Tada! 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 Und gar nicht so schlecht das Teil, würde ich mal behaupten. So gefällt mir das doch. Wir müssen lernen, uns selbst auszurüsten. Das kann immer wieder passieren, dass wir mal ohne alles irgendwo aufwachen. Und da wäre es wirklich von Vorteil, wenn wir eben Dinge selbst herstellen könnten aus ein bisschen Müll. Yeah, wir haben wieder einen Bogen. Und einen Walking Stick. Na klar. Ballast weg damit. Wir haben zwei schicke. Die sind in Ordnung. Der Müll kann hier bleiben. So. Einen Bogen. Den hauen wir gleich in die Config rüber.
die Bogenkonfig, zack. Und bitte merkt ihr das. So ist recht. Jo, und hier habe ich auch noch den Einreim, den Walking Stick. Ich glaube, das passt gut in die Konfiguration hier. Ja, auf welche Seite? Rechts oder links? Hm. Wieso geht er jetzt nicht? Merkwürdig. Komisch. Und nun? Hm, jetzt ist er nicht mehr hier drin. Komm her, du Walking Stick. Ich krieg dich schon. Rechts, links. Tja, ich würde den jetzt gerne noch anstellen, den anderen. Hm, nee, du kriegst keinen. Rechts, links. Nein, den falschen erwischt. Typisch ich. Wieso ist der Walking Stick hier schon wieder raus? Na. Egal, ich brauche ein Bett. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo pennen darf. Hm, keine Lockpicks. Die hat doch bestimmt den Schlüssel dafür. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ach, die sieht mich nicht. Doch, jetzt schon. Hm. Na los. Wie viel? Wie sind die Chancen? 43%. Das ist nicht gut. Und ich glaube, das wäre schön. You little thief. Oh. Naja. Nicht schlimm. Ja, danke schön. Was? Oh, ich dachte, ich habe den Schlüssel wenigstens gekriegt. Na toll. Okay, soviel zu dem Plan. Aber wohin gehen wir noch? Also meine Bestimmung führt immer wieder in den Tod. Also gehe ich mal in die andere Richtung. Und ich muss mal gucken, ob ich was essen muss. Nö. Alles noch supi. Mensch, das ist richtig Stereo. Ich höre den Wasserfall im richtigen Ohr. Das ist doch mal was. Ein wunderschöner Wasserfall. Ja, ich muss ehrlich sein, mein Mikro dreht sich langsam. Das hängt bei mir so, naja, von der Decke. Oh, da ist Beute. Potenziell. Die gucken wir uns doch mal genauer an. Ich muss ein bisschen leveln und dazu muss ich ein bisschen was machen. Besonders meine Waffenskills und Jagdfähigkeiten sollte ich mal verbessern. Super, so gehört sich das. Hm, Marksman bin ich ja gar nicht so schlecht von der Grundfertigkeit. Na komm, dich nehme ich mit. Oh, ach, hier war doch die Geschichte mit dem Endmahl gewesen. Und den Leuten da oben drinnen. Nee, ich traue mich nicht, da irgendwie Stress zu machen. Ja, ich weiß, ich bin ein Schisser, ein Schisser. Na, wohin führt mich mein Weg? Ja, ich versuche einfach nur etwas stärker zu werden. Ich komme einfach nicht weiter. Oh Gott, nicht aus der Perspektive, keine Chance. Na los, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ah, verdammt. Schade. Pfeil verbraten. Finde ich dich noch? Na los. Pfeil. Ach, verdammt, er ist weg. Naja. Sollte er noch ein paar Pfeile haben. Ansonsten glaube ich, kann ich bestimmt ein paar machen. Ich habe ja doch ein bisschen Krims bei mir. Auch ein bisschen Feuerholz. Oh. Was ist das? Für eine Kacke, bitte. Oh, habe ich Tränke hier drin?
Ja, na toll. Ich hätte gerne ein anderes Waffenset. Gut, das hat er jetzt inzwischen drin. Na toll. Tja. Nein. Oh. Ach du Schande. Also es tut mir leid, damit bin ich überfordert. Wow. Wie soll ich das besiegen, bitte? Naja, wir sind ja gewohnt, hier zu sterben und dann irgendwo aufzumachen. Oh nein, was ist nun los? Okay, es ist dunkel. Okay. Ich glaube, ich muss mal Licht anmachen. So, wo ist der Lichtschalter? Oder ist er noch nicht so weit? Wir geben ihm noch einen Moment. Defeated and captured by blood-sucking vampires. It occurs to you that they kept you alive for one purpose only. Fresh blood supply. Na toll. Ach. Ach. Na toll. Oh mein Gott. Unsere Orkin hat wirklich ein hartes Schicksal, würde ich mal sagen. Ja, das ist schön. Oh, gut, dass ich nicht interveniert habe. Wir kriegen alleine wieder Licht. Na, was kann ich tun für euch? Okay. Wo bin ich hier gelandet? Wie sieht es mit meiner Ausrüstung aus? Okay, das Zeug habe ich noch, den Krempel. Ob ich das Feuerholz noch habe? Das wäre aber interessant. Jo, ich könnte mir, glaube ich, einen Bogen bauen. Oder? Ja. Ich könnte einen neuen Bogen bauen. So leicht bin ich nicht zu schlagen. Ha, ich habe nur ein Hühnerleib. Na gut, wir sind noch nicht ganz nackt und hilflos. Interessant. So, nun. What do you need? Hm? Okay, die redet nicht mit mir. Got something to say? Oh. Ja, mein düsterer Freund. Hm. Hm. Aha. So hungry all the time now. Da habe ich ja eigentlich nicht so viel zu tun, oder? Hm, eigentlich will ich kein Vampir werden. Ich bin ein Ork, verdammt nochmal. Kein Nachtrumkriecher. Hm, ein paar Harvards nehme ich mit. Hohoho. Tja, also. Wow. Wow, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und Feuerschaden. Na also. Tja, ist schon okay. Angreifen werde ich euch wohl nicht. Und Knoblauch. Vampire haben Knoblauch in ihrer Höhle, schon klar. Ja, du siehst irgendwie eklig aus mit deiner Hackfresse. Da habe ich gerade geplündert. Oh, Salz. Hm. Ja, ja, ist schon okay. Was habe ich denn noch hier so? Oh, Salz. Trollfett.
Noch mehr Haralds. Also wenn ich hier rum sleepkoffe. Interessant. Ein Draugr. Den haben die wohl getötet. Ein Schild und ein Schwert. Also, ich kann mich ja kaum über meine Ausrüstung hier beklagen. Noch eine schwere Rüstung und ich bin voll ausgerüstet hier. Naja, man nimmt, was man kriegen kann. Ja, nehmen wir. Okay, nichts nehmen wir nicht. Skiver-Till. Selbst den nehme ich mit. Aber die haben mir echt aufgeräumt, die Jungs. Na klar, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. What do we have here? Ah, ich bin stärker geworden. Auch dieser Weg macht mich stärker. Worum geht's hier noch weiter? Irgendwo muss doch hier ein Ausgang sein. Ah, ich muss die wohl mal an mich sacken lassen, ne? Aber eigentlich will ich nicht. Und dann schlafen und schon habe ich diese Krankheit hier, diese... Ihr wisst schon, dieses Vampirzeugs. Ein Vampir will ich echt nicht werden. Kein Bock drauf. Mann, ich will hier rauskommen. Wie komme ich hier raus? Ist da drüben Ausgang? Hm? Ah. Ach ja, ich mache keinen Quicksave. Ich vergleiche es mir. Ist okay. Was, wenn ich da jetzt einfach rausgehe? Bin ich dann weg oder was? Das wäre der Witz schlechthin. Hm. Also das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ist das so einfach? Ich speichere mal. Was passiert? Aha. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Bin ich jetzt einfach dann draußen? Ich hätte vorhin noch mein Level-Up als Push einsetzen können und meine Health zu regenerieren. Das wäre wahrscheinlich am effizientesten gewesen. Oh, ich habe irgendwelche Runes discovered. Oh, noch mehr Vampir. What do you need? Okay, schon klar. War nicht so gut. Okay. Wie kommen wir hier jetzt raus? Oh, ihr könnt jetzt nicht alle sauer auf mich sein. Das ist nicht fair. Oh, das ist so eine Kacke, ey, Leute. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, ja. Verdammt. Level up. Push. Ja, helf. Tut mir leid. Ist zwar primitiv, aber das brauche ich jetzt. Komme ich hier raus? Ich wette nicht. Ne, keine Chance. Die haben mich schon wieder. Oh. Ja, ich bin wieder Toast. Also so komme ich da offensichtlich nicht raus. Ja. Na toll. Okay, was wird das? Oh, Crash to Desk. Na gut, dann werden wir mal sehen, wo es nächstes Mal weitergeht. Bis dann. Tschüss.